So, die Elemente der Gruppe 1, Lithium, Natrium, Kalium, Rubidium und Cäsium, wollen wir heute untersuchen. Natrium und Kalium sind häufige, 2,6% und 2,4 Massenprozent Elemente der Erde. Sie kommen in großen Lagern als Steinsalz, Natriumchlorid, Silvin, Calciumchlorid oder als Carnallit, das ist Calciumchlorid mit Magnesiumchlorid und Wasser gemischt vor. Geologisch entstanden sie im Laufe der Zeit durch Austrocknung von Meeren. Die Elemente Lithium, Rubidium und Cäsium sind dagegen weit weniger häufig und treten nur in einigen Silikatmineralen auf. Das Element Francium sind nur sehr kurzlebige Isotope bekannt, die in natürlichen Zerfallsreihen oder in Kernreaktoren entstehen. Lithium, Natrium und Kalium sind von besonderer Bedeutung. Natrium und seine Verbindung, zum Beispiel das Hydroxid, das Carbonat, das Sulfat, das Tripolyphosphat und das Silikat, gehören zu den wichtigsten Industriechemikalien. Kaliumsalze, in erster Linie das Sulfat, werden als Düngemittel gebraucht. Die hauptsächliche Verwendung von Lithium als Metall ist die Synthese von Lithiumalkylen. Sowohl Natrium plus als auch Kalium plus haben physiologische Bedeutung bei Tieren und Pflanzen. Die Zellen können nämlich über einen Komplexierungsmechanismus zwischen beiden Ionen unterscheiden und es hat eine besondere Bedeutung bei der Nervenübertragung. So, starten wir mit Lithium. Lithium schneiden, erhält eine frische metallische Oberfläche. Ich nehme dazu ein normales Küchenmesser. Man sieht hier sehr schön den typischen metallischen Glanz und die hohe Duktilität, die wir hier haben. Und diese beiden Stücke Lithium entsprechen 0,68 Gramm. Also ein relativ leichtes Metall. Hier haben wir mal Natrium. Ein Stück heraus. Die sind schon sehr verkrustet, weil sehr alt. Was ist das für eine Flüssigkeit? Paraffinöl ist das. So, wir sehen hier schon eine sehr deutliche Verkrustung. Ein sehr großes Stück Natrium natürlich auch. Ich versuche ein bisschen die Kruste abzukriegen. Gleichzeitig eine frische Schnittoberfläche zu erzeugen. Ja, auch hier sehr schön zu sehen. Glänzende Metalloberfläche, die sich sehr gut schneiden ließ mit einem normalen Küchenmesser. Hier auf der anderen Seite sehr harte Salzoberfläche, die sich im Laufe der Jahre gebildet hat. Auch das wollen wir wieder wiegen, um so ein Gefühl für das Gewicht zu bekommen. 2,24 Gramm, also schon deutlich schwerer als unser Lithium, was wir eben gesehen haben. Und von diesen beiden Stücken so ungefähr 1,2 Gramm dann entsprechend. Im Fall ist das Kalium. Hier eine sehr dicke Salzkruste. Ein sehr weiches Metall, man sieht schon, allein mit Zusammendrücken bekomme ich schon hier die Oberfläche zu sehen, die auch sehr schnell anläuft. Eben hatten wir gesehen, dass man sofort sich eine sehr schöne, beim Lithium langanhaltende, silbrige Oberfläche bildet. Und hier läuft es sehr schnell an. Man sieht schon jetzt schon die erste weiße Überzug. Auch das wollen wir wieder wiegen. Immer noch ein bisschen kleiner, um Gefühle für die Dichte der Substanz zu bekommen. So, die Stücke sind jetzt nicht gerade ideal gleich groß, aber dann sehen wir das Stück allein schon 1,5 Gramm, 1,6 Gramm, 2,4 Gramm sind diese beiden Stücke schon. Also ein deutlich schwereres Metall als die anderen beiden, die wir zu Anfang gesehen haben. Das ist jetzt ein Stückchen Lithium. Ich lege es direkt mit der blanken Oberfläche auf das feuchte Tuch. Wir sehen hier schon leichte Reaktion. Es blubbert ein bisschen, reagiert leicht
aber eine ausgesprochen verhaltene Reaktion. Parallel schon mal Natrium vorbereiten und schauen, wie da die Reaktion ist. Ein schönes Stück. Ich lege auch wieder die metallische Seite nach unten. Ich presse das ein bisschen an. Wir sehen auch hier Reaktion, Stärke, aber auch noch Verhalten. Eine dritte Substanz, das Kalium. Hier sehen wir sogar schon einige Funken. Sehr deutliche Reaktion. So, für unsere Versuchsreihe haben wir Folgendes vorbereitet. Wir haben hier eben schon gesehen, dass wir hier 0,4, 0,5 Gramm Lithium abgewogen haben. Hier haben wir das gleiche, etwas größere Dimensionierung. Da haben wir 1,5 Gramm etwa und hier haben wir 2,7 Gramm Lithium abgewogen. Das werden wir dann in Kontakt mit Wasser bringen in aufsteigender Folge. Und genauso haben wir hier verschiedene Stücke von unserem Natrium vorbereitet. Hier haben wir einmal unser Natrium mit 1,2 Gramm. Wir erinnern uns, das hat ja eine höhere Dichte. Darum ist der Brocken auch optisch kleiner als das, was wir hier sehen. Hier haben wir ungefähr 5,5 Gramm mit einer starken Verkrustung außen allerdings. Das heißt also, die Reaktion wird durch diese Verkrustung sicherlich auch stark gehemmt werden. Hier immer noch ein großes Stück, was 11,2 Gramm umfasst, aber auch mit sehr starker Verkrustung außenrum. An einigen Stellen haben wir versucht, ein bisschen abzukratzen. Wir werden das aber mal so lassen und gucken, ob es da eine besondere Reaktion gibt. Kalium werden wir auch noch vorbereiten. Hier haben wir die Stücke, die wir eben schon abgemacht haben. Wir werden da auch noch eins, was deutlich größer ist, und noch ein größeres nehmen, um das dann eben entsprechend durchzuführen. Unten eingeblendet sehen Sie die aktuelle Formel. Aus dem Alkalimetall in Wasser entsteht das Alkalimetallkation, das Hydroxidanion. Das wollen wir mit einem Phenolphthalein nachweisen. Ab einem pH-Wert von 8,2 entsteht eine rosafarbene Lösung. Ebenso entsteht Wasserstoffgas. Deren Reaktion wollen wir uns gleich ansehen. 1,5 Gramm. Heidewitzka! Thank you.
jetzt giftig? Es geht aber. We'll be right back.